Hallo Freunde, ich habe in einem der letzten Videos euch das Opinel Nummer 10 Slimline vorgestellt und war so begeistert von dem Messer, dass ich mir davon, sagen wir mal, die Luxusausführung geholt hatte. Das ist das Opinel Nummer 10 mit Bobinga-Holz und einer richtig schön polierten Klinge. Und das macht doch wirklich eine Menge her. Ich mache mal hier die Nase zu. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt Nacht 1 Uhr. Ich bin gestern viel zu früh ins Bett gegangen. Bin jetzt aufgewacht, kann nicht mehr schlafen. Also hier ist das erstmal unten das normale. Ja, das ist schon noch die rostfreie Variante, allerdings nicht poliert mit Birkenholz. Das hier ist die mit der polierten rostfreien Klinge und dem Bubinga. Also ich finde, das macht schon einen Unterschied vom Ansehen des Edlen her. Und jetzt habe ich hier mein Laiol Onobrac. Und wie ich schon in dem Video sagte zu dem Opinel Slimline, ein Schelm, der dabei Böses denkt. Diese Laiols sind ja, sag mal, nicht bekannt oder sind ja heutzutage eher als Vespa-Messer beliebt, vielleicht auch ein Gentleman's Schmuckstück. Und aufgrund der wirklich sehr geringen Dicke dieser Klinge, die mal messen. Wo ich dann auch dabei bin, ich werde dann mal direkt mal gucken. Dann Unterschied ist zu der normalen Inox-Variante. Ich messe direkt hier oben am Viro-Block. Zero. So. Direkt am Viro-Block sind wir bei 1,44 mm. Dann nehme ich auch einfach mal ein Laiol. Ein dünnes Messer schneidet sich wesentlich einfacher durch sowas wie eine Tomate. Gesehen. Nochmal. Nehme ich das hier. Das ist der Unterschied. Nehme ich hier die Gurke. Bekannt aus dem Video mit dem Böker Outdoor Küchenmesser. Gut, bei der Gurke macht er kein großes Aufhebens. Aber da, warte mal. Papierdünn. Gute Vespa-Messer, huh? Das ist jetzt mein Opinel Nummer 9. Das ganz normale. Auch papierdünn.
Also wir können davon ausgehen, dass die Franzosen echt wissen, was sie tun mit Messern. So, das war ein ganz kurzes Video zum Thema Vergleiche der Slimline-Modelle zum Lyol und dem Opinel Classic. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Neue Subscriber auch. Macht's gut. Tschüss.